Hier mal ein Beispiel mit dem Break, und zwar mit einem gelabelten Break. Und zunächst schauen wir uns mal das Beispiel an, ohne die Verwendung der Break-Anweisung. Um was geht es in diesem Beispiel? Es werden zwei Zahlen eingelesen und dann soll ermittelt werden, ob diese Zahlen gleiche Ziffern enthalten. Wie kann man das machen? Wie kann man das machen, wenn man das Break nicht benutzt? Es wird hier eine boolsche Variable gefunden eingeführt, mit false initialisiert. Jetzt wird fortlaufend die erste Zahl durch 10 dividiert, beziehungsweise und vor mit dem Modulo 10 Operator die entsprechende Ziffer, die entsprechende letzte Ziffer erhalten. Dasselbe mit der zweiten Zahl. Wenn Zahl 1 modulo 10 gleich Hilfszahl modulo 10 ist, das heißt, die entsprechenden letzten Ziffern dieser Zahlen gleich sind, dann wird ausgegeben, die beiden Zahlen enthalten gleiche Ziffern. Und es wird gefunden auf True gesetzt, damit das Programm beendet werden kann. Dann werden nämlich hier diese beiden Schleifen verlassen. Hier wird die Hilfszahl durch 10 dividiert. Und falls nicht gefunden wurde, wird am Ende dieser Schleife auch die Zahl durch die Zahl 1 durch 10 dividiert. Schauen wir uns das mal an.